Schaurige, gruselige Szenen, fast wie in einem Horrorstreifen, boten sich kürzlich im Filmtheater Capitol in Bernburg. Nicht etwa ein Set für einen Gruselfilm wurde hier aufgebaut, vielmehr wurde auf eine bislang einmalige Idee hingewiesen. Als Graf Dracula verkleidet, stellte der Koordinator für Ehrenamt beim DRK-Kreisverband Bernburg im Salzlandkreis zuständige Ronny Bayer ein Projekt des Jugendrotkreuz vor. Es findet am 26.03., man soll es kaum glauben, der Tanz der Vampire hier in diesem Saal statt. Wir wollen dafür sorgen, dass Blut von den jungen Menschen für junge Menschen und auch ganz besonders vielen Menschen das Leben rettet. Das wollen wir hier am 26.03. bewirken. Doch nicht etwa, um seinen Blutdurst zu stillen, sucht Dracula junge Blutspender. Vielmehr sollen Jugendliche mit der Aktion angesprochen werden, Blut zu spenden. Die DRK-Blutspende kämpft mit immer weiter zurückgehenden Zahlen im Bereich der Spende. Vor allem Jugendliche gehen immer seltener dorthin. Mit der Kombination aus Spende und einem Entertainment-Programm soll vorrangig diese Zielgruppe angesprochen werden. Das Rote Kreuz selbst hat sich hier auch schon vor gut 2 Jahren Gedanken gemacht, wie können wir junge Menschen natürlich animieren, auch mehr für die Gesellschaft, für die Mitmenschen auch zu tun. Und genau aus diesem Grund hat man gedacht, warum soll nicht eigentlich auch das, was wir sehr gut haben, nämlich das Jugendrotkreuz und auch unsere jungen Menschen im DRK selbst, nicht dafür sorgen, die jungen Menschen zu animieren, etwas für unsere Gesellschaft zu tun. Und genau das war der Hintergrund, warum wir gesagt haben, versuchen wir es doch mal anders. Und da nehmen wir einfach die Jugend, macht euch mal Gedanken, wie darf man das aussehen lassen, wie darf eine Blutspende vielleicht anders aussehen als bislang. Und deswegen gibt es solch eine sogenannte Motto Blutspende, Tanz der Vampire, wie es hier in Bernburg am 26.03., wie schon gesagt, stattfinden soll, aussehen. Und wir hoffen, dass sich natürlich dadurch viele sich animiert fühlen, um mal auf eine andere Art und Weise Blut zu spenden. Das ist der Hintergrund. Vor dem Kapitol wird am 26. März das Blutspendemobil Station machen. Das Filmtheater selbst wird schaurig geschmückt. Als Highlight wird ein Teil des Bühnenstückes Tanz der Vampire aufgeführt. Später am Abend flimmert der gleichnamige Film über die Kinoleinwand.